Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, in der letzten Folge habe ich erzählt, dass ich mal wieder vor lauter Inkompetenz das nicht mehr hingekriegt habe. Moment, wir gehen jetzt mal gleich schlafen. Das vor lauter Inkompetenz nicht hingekriegt habe, dass wir die Monster wieder drin haben. Habe ich jetzt geschafft. Monster sind wieder an. Und jetzt kann man hier nicht mal so eben hier auf friedlich stellen. Es ist völlig Wurst. Deswegen kann das jetzt hier richtig zur Sache gehen. Da können wir die Monster nicht einfach ausstellen, aber es ist auch gut so. Vorhin war da noch ein Zombie. Jetzt ist er weg. Wo kam das denn her? Ach da! Sniper-Duell. Zack, stirb! Bam! Siehst du? So geht das los. So geht das los. Kaum mal nicht hingesehen, hast du direkt irgendwelche Viecher am Sack. Ich höre doch hier schon überall die Zombies. Und Spinnen. Die Frage ist natürlich, wo sind die? Ich hoffe mal nicht hier drin. Nein. Okay, die werden auf jeden Fall in unserem Haus sein und uns hier mit neuem Leben erfreuen. Hier sind zum Beispiel auch gar keine Fackeln. So. Schauen wir mal uns ein bisschen um. Wieso denn hier? Hier ist Glowstone. Furzköppe. Komischerweise hängen hier Fackeln. Da habe ich das anders gemacht. So. Dann sieht das Ganze auch ein bisschen besser aus. Oh Gott, jetzt brauchen wir das Essen. Guck mal, hier so ein schönes Schnitzel. Zack, weg ist es. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall mal weiter um, wo die ganzen Monster jetzt hierher kommen. Ich nehme mal an vom Dach. Guck mal, hier ist überall noch dunkel. Boah. Ja, genau, erstmal 12 Spinnen. Die Spinnen ja wohl. Ansonsten sieht es eigentlich relativ ruhig aus hier. Naja, dann müsste man hier auf jeden Fall nochmal was machen mit Beleuchtung und so weiter. Aber da habe ich auch schon einen Plan. Die Ecken hier, die bieten sich an. Also ab in den Keller. Ein bisschen Glowstone und Grünzeug gestruppt, geschnappt, gedingst. Nether. Da brauchen wir 2. Dann brauchen wir Grünzeug. 6. Nee. 4 müssten reichen. Und dann Holzkram. Haben wir nicht. Diese Falltür noch. Ich habe schon wieder vergessen, wie man die macht. Wir brauchen dafür, glaube ich, Sticks. Waren es Sticks? Ich überlege gerade. Nein. Ich glaube, das war mit Holz. Okay, Holz haben wir, glaube ich, nicht mehr so wirklich, bis auf Fichtenholz. Okay, dann müssen wir unser Fichtenholz verbraten. Da haben wir sie. 2 Stück, wir brauchen aber 4. So. Halt, Treppe war hier. Die muss echt noch weg. Das geht so nicht. Dann brauchen wir das hier. So. Glowstone. Und so. Und schon haben wir hier ein bisschen Beleuchtung. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. So. Irgendwie fehlt mir dieses Grün vom Honeyball-Texturenpaket. Ressourcenpaket, Entschuldigung. Das fehlt auf jeden Fall noch. So, dann können wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Zeug abladen. So, jetzt bauen wir unsere Steaks wieder. Wenn wir bestimmt wieder ein bisschen Hunger haben, so öfters. Sticks kommen dann wieder hier rein. Samen, Grundzeug. Samen. Die Setzlinge. Pflasterstein können wir hier mal in den Ofen reinballern. Genau hier.
Aber hier ist sonst nichts weiter drin, ne? Doch hier. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Die Erde behalten wir. Da haben wir ja in der letzten Folge so ein bisschen was reingehauen. Oh, guck mal, wir haben ja noch richtig viel Holz. Toll. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so viel verballert. Aber gut. So, was haben wir noch? Hier, Drops. Drops haben wir hier. Noch ein Fäden. Oh, Fäden haben wir noch gar keinen Slot für. Ich nicht. Hä? Wir hatten doch ganz viele Fäden. Ist ja alles sehr fragwürdig. Und die Kisten hier können wir dann abbauen. Die können dann bei Dekokram mit rein. Wo auch immer der war. Dekokram. Zack. Dann haben wir ja noch 8 Kisten, Mensch. So, die Zäune können dann auch erstmal wieder weg. Ich habe nämlich in der jetzigen Folge... Oh. Ich habe nämlich in der heutigen Folge ein bisschen was anderes vorgehabt. Da wir die Monster irgendwie anhaben. Und nein, keine Höhlenerkundungstour. Aber dafür... ein bisschen was anderes. Oh, deswegen brauchen wir die Erde. Die Steinziegel brauchen wir jetzt auch nicht. Genauso wenig wie die Treppen. Die Eier können wir ja mal erstmal aufheben. Ich würde mal sagen, dafür machen wir erstmal hier so eine Essenkiste. Aber ohne Beschriftung. Da hauen wir uns einfach nur rein. Die Steaks behalten wir natürlich. Die Axt kommt dann bei Ausrüstung rein. Die brauchen wir jetzt nämlich auch nicht. Wir werden zwar ein bisschen Holz sammeln zwischendurch. Aber hier. Aber nicht ganz so viel. Und wir nehmen mal unsere... Ja, die brauchen wir erstmal gar nicht. Nehmen wir mal nicht mit. So. Achso, der Ausgang war ja hier. Und dann laufen wir diesmal in die andere Richtung. Nämlich in diese hier. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir landen. Ich glaube, ich habe irgendwas Elementares vergessen. Genau. Ist nicht so schlimm. Wir holen uns das Holz von unterwegs. Ich habe gerade so überlegt, Mensch, wir hätten mal ein bisschen Eisen mitnehmen können. Aber ich denke mal, okay, das wird wahrscheinlich doch auf eine Höhlenerkundungstour hinauslaufen, wenn wir dann hier irgendwo was finden. Dann hätten wir aber noch einen Eimer mitnehmen müssen. Aber schauen wir mal, vielleicht finden wir was Schönes. Irgendwo hier in der Nähe. Guck mal da. Sieht doch gut aus. Gehen wir mal instant hin. Schwimmen. Hier hin. Hier ist ja mal nix. Wow, hey. Ist ja mal richtig viel los. Oh. Oh. Cool. Aber im Prinzip ist ja auch nichts. Wir jumpen hier einfach mal so runter. Snacken uns die Kohle. Die können wir nämlich immer gebrauchen. Eigentlich Kohle. Ich habe auch das Gefühl, dass wir immer voll viel sammeln und am Ende haben wir aber gar nichts. Wenn wir wieder zurück sind. Dann hauen wir unsere Öfen voll und dann ist wieder alles weg. Das Loch können wir hier mal stopfen. Zack. Weg ist es. Und mir wurde in den Kommentaren geschrieben, mich wurde gefragt, ob ich denn die Festung im Nether noch erkunden werde. Und natürlich werde ich das tun. Natürlich. Alles bei Gelegenheit. Was ich auch festgestellt habe, als ich ja hier die Welt auf den Server gepackt habe, wir haben jetzt einen neuen Nether. Der ist jetzt komplett neu. Das heißt, wir müssen dann nochmal so ein bisschen was erkunden. Vielleicht finden wir sogar was. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob da jetzt auch eine Festung in der Nähe ist. Da müssen wir dann mal ein bisschen suchen. Aber wer sucht... Oh... Wer sucht, der findet. Finde ich ja voll cool hier gerade. Ist ja einmal alles. So. Vor allem so viel Kohle und ein schwebender Block. So. Okay, dann war es das hier schon wieder. Nehmen wir das hier noch mit. Und irgendwo hier war doch noch irgendwo was da. Nicht vergessen.
dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wow, ist ja die richtig übelste Höhle hier, Mensch. Ist ja unglaublich. Mensch. Da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht verläuft. Toll, gut. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Wir kommen jetzt hier wieder hoch. Komm, wir bauen jetzt hier hoch. Verballern das bisschen Erde, was wir noch haben. So. Wo es schon cool aussieht, so. Aber gut. Okay, es wird dunkel. Und wir bewegen uns mal weiter fort. Vielleicht kann mein Haus von hier aus sehen. Nee, doch nicht. Schade, schade. Aber gut. Vielleicht finden wir es nochmal wieder. Ich habe ja da immer so eine vage Vermutung, dass wir uns wieder mal ganz hardcore verlaufen werden. Hier ist nichts los, wa? Ne. Hier ist nichts los. So. Da sind ein paar Schweine und da ist Licht. Das heißt, wir sind hier schon wieder irgendwo bei einem Lavasee. Die gibt es ganz schön oft hier, habe ich festgestellt. Wir haben schon zwei Stück. Direkt vor der Haustür sozusagen. So. Aber außer in unserem Haus waren jetzt bis jetzt noch keine Monster irgendwo hier in der Nähe. Alles da vorne sieht alles so schön nach Höhle aus. Vor allem da oben ein Baum. Oh. Okay, ich sage nichts mehr. Na komm her. Da haben wir noch eine Kuh mit ein bisschen Aua. Mit ein bisschen Aua. Leder. Zack. So, tschüss. Wo ist jetzt die Kuh hier hin? Da. Das waren jetzt nicht die Kühe, die bei uns so in der Nähe waren. Die Pfeile kann man nicht einsammeln. Aber ich will doch. Nee, hier ist nichts los. Nee. Hier ist noch eine Kuh. Ich wette, das sind doch die Kühe, die ich am Leben lassen wollte, damit wir die dann irgendwann uns mal so zähmen. Nee, ich zähme jetzt direkt. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir doch alles mal mit. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht zu dunkel für euch. So, Sekunde. Mal eben die Playlist gewechselt, um mir mal ein bisschen Feeling reinzukriegen. Und ich hoffe mal, es ist nicht so wie beim letzten Mal, dass man die gar nicht hört. Das wäre dann nicht so schön. Mehr nach draußen. Das ist bestimmt wieder so eine Mini-Höhle. Genau. Mini-Höhle. Wie ich ja bereits sagt. Alter, ist hier viel Eisen. Lecco mio. So viel brauchen wir gar nicht mehr. Ich meine, ein bisschen können wir noch mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Bisschen Eisen nehmen wir mal lieber mit. Kohle, keine Ahnung. Jetzt über einen Stack. Naja, ich werde es bestimmt wieder bereuen. Beim nächsten Mal, wo ich dann mir so sage, ja, warum haben wir nicht so viel Kohle mitgenommen? Jetzt brauchen wir wieder welche. Hier ist ja nichts los. Was soll denn das hier? Ist ja nix. So, da vorne ist noch dunkel. Das wollen wir doch mal ändern. Aber ich wette, hier kommen wir auch wieder nach draußen.
Eisen lasse ich jetzt mal hier. Weil wir haben ja zu Hause noch guten Stack. Brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Und dann schauen wir mal, klappern wir jetzt mal alle Sackgassen ab. Und wir haben noch gar keine richtige Mine gefunden, habe ich festgestellt. Ah, ich sehe schon, wir hätten die Diamantspitzhacke doch mitnehmen sollen. Verdammt. Und noch können wir so holen. Was ist das denn hier? Da vorne ist noch dunkel. Nein. So. Kommen wir auch mal hier auch noch eine Fackel hin. Zack. Meine Kohle haben wir jetzt. Holz haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen. Alter, was hier an Eisen ist, ist ja abnormal. Das ist mehr als abnormal viel Eisen. Und wir bewegen uns gerade irgendwie im Kreis. Ich glaube, wir sind dann hier lang. Jetzt muss ich den Weg wieder finden. Wo wir eben waren, wo wir dann runtergehüpft sind. Hier kam, glaube ich, die Sackgasse. Nee, doch nicht. Na doch. Verdammt. Siehst du, so geht's los. So geht das los. Was ist denn hier unten? Ja, so eine Sache hier. Wo sind wir jetzt hier? Hier ist eine Sackgasse. Da vorne war, glaube ich, auch eine Sackgasse. Yep. Ist voll die Sackgasse. Und hier sind auch irgendwie wenig Monster, stelle ich gerade fest. Also, ich meine, gut, jetzt haben wir ein bisschen ausgeleuchtet. Lass mich jetzt hier hoch. So. Da ist noch komplett dunkel. Oh, hier. Hier, das sieht gut aus. Aber es ist bestimmt auch wieder eine Sackgasse. Oh, oh. Headshot. So, erstmal das Essen, bevor wir da runtergehen. Und uns nebenbei mit... Uiuiui, böses Höhlengeräusch. Wenn wir uns mal ein bisschen mit Sticks versorgen. So ein bisschen mit Sticks ist klar. So, jetzt wollen wir ein bisschen über den Stack fackeln. So, so. Und dann geht's auch in die Tiefe. Das Lustige ist, ich wollte auch nur jetzt so eine ganz kurze... Am Arsch. So eine ganz kurze Aufnahme machen. So 20 Minuten, so eine Folge. Aber jetzt bin ich in der Höhle. Toll. Das Lustige ist, es ist ja für mich auch selber mal total spannend hier. So. Lass uns mal gucken, wo wir hier wieder sind. Da drüben ist noch dunkel. Hier ist auch noch dunkel. Es muss doch hier irgendwo einen Gang geben, der irgendwie... Oh, was taugt? Ich bin ja mal gespannt, ob hier bei so einem Räumen noch irgendwas reinkommt. Ob hier noch irgendwas implementiert wird. Das würde mich schon mal interessieren. So. Hier kommt man bloß wieder nach oben. Ich will nicht nach oben. Eigentlich. Wie viel Kohle es hier gibt. Voll, hier geht's wieder runter, oder was? Hm. Pass auf, dann ist hier unten eine Richtung.